joinen den Call jetzt in 3, 2, 1. Wir gehen rein, Leute. Ja, kann man so sagen. Ich mag dich einfach gar nicht. Leute, ich gewinne. Machst du deine Cam an und zeigst dich. Oh, okay. Abgemacht. Du kleiner ehrenloser Ganz im Ernst, Digga. Wen willst du verarschen, Digga? Ich abgemacht. Ein Mann, ein Wort. Ich mach jetzt meine Cam an. Und dann kannst du, wie gesagt, mich sehen. Das bin ich. Oh mein Gott, Leute. Es hat mir einfach, und das ist kein Spaß, ein Hater auf Instagram geschrieben. Er wollte gern mal mit mir ein Video aufnehmen. Und dann bin ich erst ein bisschen auf Recherche gegangen, Leute. Hab ein bisschen das Internet durchforstet. Und hab auf seinem YouTube-Kanal tatsächlich einige Stumbleguys-Videos gesehen, wo dem öfteren mal mein Name im Titel stand. Mein Gesicht im Thumbnail. Okay, alles schön und gut, Leute. Dann bin ich aber auch auf ein Video gestoßen von einem anderen YouTuber wiederum, wo auch er dabei war. Und tatsächlich war er auch da wirklich am Haten. Hat uncoole Sachen über mich gesagt, etc. Und ich habe mir gedacht, das passt perfekt, denn ich muss noch ein Video aufnehmen. Ich schreibe den Kollegen einfach mal zurück. Ey, lass ein Video aufnehmen. Das heißt, wir adden uns jetzt gleich und ich lade gleich den Hater mal ein, Leute. Ich bin ultra gespannt, was auf uns zukommen wird. Ansonsten, Leute, lasst für dieses Video jetzt 8000 Likes da. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und ich würde sagen, ich add jetzt in Ruhe den Kollegen und dann treffen wir uns gleich im Discord. Und dann schauen wir mal, was heute hier abgehen wird, Leute. Let's go. So, Leute. Wir haben uns jetzt gerade geaddet. Der Typ ist auch schon im Discord. Ey, und ihr glaubt es nicht. Digga, wie dreist. Wie dreist. Warte, ich zeige euch das mal ganz kurz. Gönnt euch erstmal sein Profilbild. Digga, was ist das denn? Und jetzt kommt das Highlight, Leute. Gönnt euch mal sein Name. Gönnt euch das. Der Typ, der hat sich einfach in Discord genannt. Du merkst es schlecht. Was ein Ehrenloser. Ja, okay. Also, ich bin echt gespannt, worauf ich mich da jetzt gleich einlasse, Leute. Ich würde sagen, wir fahren Gang zurück, Leute. Ich gehe jetzt in den Call rein und dann, ich bin gespannt, Leute. Leute, ich würde sagen, ihr seht, er ist im Call. Wir joinen den Call jetzt in 3, 2, 1. Wir gehen rein, Leute. Hallo? Hallo? Ja, du hattest mir auf Instagram geschrieben, richtig? Ja, ich hab dir auf Instagram geschrieben. Ah, du, du bist so, wie soll ich das ausdrücken? Der Kollege da, der, nicht ganz so gut auf mich zu sprechen ist, kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen, ich mag dich einfach gar nicht. Erstmal ganz kurz zu deinem Namen. Willst du was dazu sagen? Warum nennst du dich Lumex ist schlecht? Warum machst du das? Ja, ich hab halt so einen Lumex-Klang, Hater-Klang, und da haten wir dich. Dein Ernst jetzt? Natürlich. Okay, krass. Ja. Nee, weil du hast ja geschrieben, dass du so, dass du besser bist. Wir können so ein Video machen. Du bist viel besser. Du zernimmst mich im Video. Du bist 10-mal besser als ich. Ich würde sagen, wir können es ja heute mal testen, ja? Ich würde sagen, wir machen 3 entspannte Runden. Ist gerade was eingefallen, ja? Pass auf. Hör mir zu. Wir machen das so, ja? Solltest du das 1 versus 1 gegen mich gewinnen, überweise ich dir 500 Euro per PayPal, ja? Oh mein Gott, 500 Euro. Ja, aber. Sollte ich gewinnen, machst du deine Cam an und zeigst dich. Oh, okay. Abgemacht. Ich würde sagen, ich mache eine Gruppe und dann können wir direkt anfangen, ja? Leute, ihr seht, ich bin kurz voll mute. Der Typ weiß nicht, auf was er sich eingelassen hat. Ihr wisst, ich bin auf meinem Piraten-Account. Ich kann hier fliegen, ich kann alles. Ich habe auch meine Mod am Start, womit ich einfach Gegner freezen kann. Ich kann ihn steuern. Der kann nicht gewinnen. Ich bin so gespannt. Weil die Typen haben meistens im Internet immer große Fresse dann. Und in Real Life sind es so kleine Kinder, die vom Computer sitzen und so und sich so cool fühlen. Wisst ihr, wie ich meine, Leute? Deswegen, ich bin so gespannt. Das wird so nice. Let's go, Leute. Das wird so geil. Let's go. Okay. Die erste Runde hat geladen. Ganz kurz, wo bist du? Ich sehe, ich habe den Namen extra für dich angemacht. Wo bist du? Ich bin ganz links. Ich heiße Lumex ist schlecht und habe so einen Clown-Skin, wie du hast. Bist, ne? Warte, wie bitte? Was hast du gerade gesagt? Ja, du siehst halt aus wie ein Clown. Also, was denkst du dir dabei? Also, ganz im Ernst. Ah, warte. Du hast dir einen Clown-Skin angezogen, weil ich wie ein Clown aussehe. Natürlich. Ah, aber soll ich mal sagen? Ich bin gerade trotzdem vor dir, wollte ich dir sagen, ja? Hey, ja. Du bist kacke. Du bist so kacke. Hey, wo bist du, du Noob? Wo bist du, hä? Ich bin komplett hinten. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch schaffe, irgendwie. Keine Ahnung. Warte, du willst mir sagen, du machst einen auf besser und schaffst dich nicht mal in der ersten Runde zu qualifizieren. Ist dein Ernst? Ja, anscheinend, wie es aussieht, schon. Ich bin halt nicht also, der Beste. Also, ich bin jetzt hier gleich im Ziel drin, wollte ich dir sagen, ja? Oh mein Gott, nein. Ey, ich glaube, ich schaffe das gar nicht, Mann. Ey. Oh mein Gott, nein. Digga, ich hab gar nicht... Du bist so kacke! Das ist die erste Runde und du qualifizierst dich nicht! Wie kacke bist du, Junge?
Ich hab's nicht geschafft, Alter. Ich hab's einfach nicht in der ersten Runde geschafft. Bruder, Alter. Ey, bitte, bitte. Also, no, Frau, bitte lösch dich. Das eine auf Lumex ist schlecht und hier runter. Und dann kriegst du es nicht mal in der ersten Runde. So, okay, Leute, die nächste Runde lädt jetzt. Der hat's einfach nicht geschafft. Ich bin gerade noch gemutet. Ich werde es eine Runde einfach ihn kurz freezen, dass er sich nicht bewegen kann. Ich bin gespannt auf seine Reaktion. Ich muss mich kurz muten, wartet. So. Ich war kurz weg. Bist du da? Jo, ich bin da, ey. Heißt du Pirata, Digga? Oder wie bist du, Alter? Ja, ich bin Pirata, ganz genau. Jo, Alter, einfach Pirata, Digga. Junge, ja, ich bin Pirat, weißt du? Deswegen heiße ich Pirata. Was war das eigentlich gerade? Also, das wäre halt an sich schon ein Punkt für mich, so, gell? Also. Nee, das lass mich nicht sehen, weil das war einfach Aufwärmrunde halt, weißt du? Okay. Aufwärmrunde nennst du das? Ja, ach so. Nicht. Okay. Ja, okay, gut. So, Leute, ich bin gemutet. Ich werde ihn jetzt kurz freezen. Passt auf. Ich freeze ihn jetzt. So, zack. Hä? Ey, ich kann mich nicht bewegen, Digga. Was ist das für ein Müll, Alter? Was? Drecksgame. Kannst du dich bewegen? Geht nicht. Junge, das Drecksgame lässt sich nicht bewegen, Mann. Junge, ich konnte mich so, gerade gar gemutet. Nicht bewegen. Warte, Leute, ich aktiviere es. Ich deaktiviere es. Warte, zattet. So. Hä? Hey, du musst ins Ziel. Komm rein. Lauf ins Ziel. Es geht. Hä? Was laberst du? Es geht doch alles. Warum lügst du, Junge? Junge, ich lüge nicht, Digga. Du Hund, Alter. Geh mir nicht auf den Sack, Alter. Wer denkst du, wer du bist, Junge? Geh mir nicht auf den Sack, Alter. Okay, shit. Junge. Denkst, Alter, du bist krass oder was, Junge? Opfer, Alter. Ja, Bruder, entspann dich ein bisschen. Ist nur ein Spiel, ja? Fahr einen Gang zurück, ja? Entspann dich. Aber ist halt, du lügst halt. Das ist halt nicht cool, das ist nicht korrekt, weil du halt kacke bist, musst du lügen. Das ist halt einfach scheiße von dir, sag ich dir ehrlich. Junge, ich lüg nicht, Digga. Ich hatte noch nie so einen Vorfall, Digga. Scheiß ja. Vodafone, ja. Alter. Ja, ja. Ich bin nochmal gemutet, Leute. Ich freeze ihn jetzt nochmal, wartet. Ich freeze ihn nochmal, ich freeze. Ja, ich bin rausgeflogen, weil ich irgendwie nicht mich bewegen konnte, Mann, Junge. Wer ist das, die Kacke, Alter? Das bist du, Digga, du Hund, Alter. Hä, Bruder, ich kann das gar nicht sein, weil ich bin nämlich selber rausgeflogen. Hey, Junge, du hast recht, Alter. Warum ist mein Internet so schlecht? Ich hab doch nur einen Zweierping, Mann. Ja, weiß ich nicht. Dann, würde ich sagen, ist die Runde einfach unentschieden, okay? Jo, okay, Digga, abgemacht. Digga, Leute, ich bin nochmal gemutet gerade. Also ihr müsst ihr seht, Leute, ich bin auch wirklich hier gemutet. Also ich zeige es nochmal, ich bin hier gerade voll mute. Ja. Also der Typ ist voll aggressiv schon. Ich werde einfach dann gleich im Finale anfangen zu fliegen, Leute. Beziehungsweise ich kann auch aktivieren, dass ich ihn steuern kann. Ich werde ihn einfach steuern und die ganze Zeit dann irgendwo runterlaufen lassen. Das wird so geil, der Typ wird so ausrasten, Leute. Ja, okay. Nächste Runde hat gestartet. Ja, mein Bester, was war das gerade? Warum bist du gerade rausgeflogen? Was war da los? Ich weiß nicht, irgendwie mein Spiel war. Also, ich sag dir ehrlich, mittlerweile sind die Lügen schon ein bisschen lost, deswegen sage ich einfach mal, krieg ich den ersten Punkt einfach. Machen wir so. Weil, Bruder, das. Ja, das geht nicht, du bist nur am Lügen die ganze Zeit. Ey, Junge, kann doch gar nicht sein, Mann. Ich schwör auf alles, ich komme mich nicht bewegen. Ich kann dir sogar noch nicht. Du machst auf krass, willst du 1v1 bis 10 mal besser sagst, dann bist du so kacke. Dein Ernst? Ja. Ich bin gemutet, Leute, ich aktiviere jetzt eine Steuerung, ich laufe jetzt für ihn. So, wartet. Ich bin runtergefallen, Mann. Also ich warte hier gerade auf dich. Was machst du da? Ja, dieser Kack kann doch nicht sein. Warum irgendeiner steuert mich oder so? Ich verstehe das nicht. Warum drehe ich mich im Kreis? Warum fliege ich jetzt wieder, hä? Das kann doch nicht sein. Warum drehe ich mich? Gemutet, ich muss es schnell deaktivieren, sonst schaffen wir es nicht ins Ziel, Leute. So. Ja, also ich bewege mich ganz normal eigentlich. Also guck mal, ich kann ins Ziel laufen, auf ganz entspannt. Junge, ich verstehe das nicht. Ich konnte mich gerade nicht bewegen. Ey, glaub mir doch, Alter. Wer denkst du, wer du bist, du Hund, also, Alter? Bro, glaub mir doch, Junge. Ich sag dir jetzt ganz ehrlich, deine Lüge ist langsam ein bisschen schlecht. Sag ich dir ehrlich. Lieber, Digga, wen willst du verarschen, Alter? Junge, hör auf mit der Kacke, Alter. Ich muss die ganze Zeit so lachen, Leute. Der macht auch safe selber gerade neben beim Video. So wie er redet, das merkt man voll an seiner Redensart, dass er gerade auch safe Video aufnimmt. Der macht safe wieder irgend so ein Lumex-Hater-Video. Ich sehe es schon, komm, Leute, Lumex-Hater-Video ist incoming. Ich entmute mich wieder, Leute, wartet. Ja, guck mal, das ist jetzt hier Halbfinale. Wir strengen uns ein bisschen an jetzt hier, gell? Ein bisschen anstrengen müssen wir uns jetzt ein bisschen, weil sonst, sonst fliegst du hier gleich wieder raus wegen deinen Internet-Lags. Wäre ein bisschen schade, gell? Junge Mann, Digga, du kleiner Opfer, Alter. Junge, ich bin wieder rausgeflogen, Digga. Was? Du bist wieder rausgeflogen? Echt jetzt? Junge, es kann doch nicht wahr sein, dass ich schon wieder rausfliege wegen dir, Alter. Geh mir doch nicht auf den Sack, Alter. Irgendwas stimmt nicht mit meinem Game. Warte. Ich muss mein Game löschen, Digga. Ich bin gemutet, Leute. Ich hab grad nicht mal was gemacht. Der ist gerade wirklich selber rausgeflogen. Der ist so scheiße, der Typ. Digga, was ist das? Wie kacke ist der Typ denn, Leute? Guck mal, du hast ja gerade die ganze Zeit so ein bisschen Internet-Lag, so, gell? Das ist wegen. Ich lass den Punkt mal jetzt nicht 10 so aufgeregt, gell?
Aber du jetzt auch ohne Lags eine Chance, also damit du jetzt auch mit Lags eine Chance hast oder so ein paar Lags hast, gell? Machen wir jetzt einfach so eine Teilfallrunde, nur wir beide so, gell? Und dann können wir ja so sehen, wer zuerst im Ziel ist, so, okay? Oha, okay, Digga, das ist ein gutes Angebot. Ist korrekt von mir, oder? Also dafür kannst du jetzt schon einmal so sagen, so Lumex ist ein Ehremann, so, oder? Ja, ein Bonuspunkt, aber mehr auch nicht. Okay, ist das korrekt von dir? Ist korrekt. Leute, der Typ hat keine Ahnung. Ich werde gleich einen Teil vor, der meine Sicht aktiviert, dass ich direkt sehe, wo ich langlaufen muss. Der Typ hat keine Chance. Das wird so ehrenlos, Leute. Das wird so ehrenlos. Oh mein Gott, Alter. Heilvoll. Guck mal. Extra für dich. Wir sind jetzt alleine. So, schau mal. Also, fairer geht's jetzt ja eigentlich nicht, gell? Also, ich habe hier bisher schon einen Punkt. Das heißt, für dich wäre es nicht schlecht, wenn du langsam ein bisschen aufholst. Ey, Bruder, du kannst ruhig loslaufen, ja? Also okay. Ja, okay, ja. Du hast eine Chance, Digga. Alter, wie nett bist du geworden, Junge? Ja, ich sag doch, ein paar Bonuspunkte hier kriegt Lumex. Ja, nun, normal, Digga. Ey, Digga. Junge. Ich bin gemutet, Leute, wenn der Typ nur wüsste. Er sagt, ich bin korrekt. Ich hatte hier mit nicht. So. Oh, Digga. Ja, du bist gut, alles gut, lauf ruhig weiter, ja? Okay. Oha, Junge, ich sehe die. Das Ding ist halt, das Problem, ich sehe die Platten nicht, Digga. Was ist denn das für ein. Oh mein Gott. Hä? Du bist wirklich gut, ja? Wo ist die nächste Platte? Ja, das Digga. War die falsche. Junge, ich krieg die Kacke. Hä? Was machst du? Helena, ich lauf ins Ziel. Was schaut's denn aus? Wie kannst du die Platten. Digga, ganz im Ernst, Digga. Was soll der Müll, Alter? Was? Denkst du, wer du bist, Junge? Rex Lumex, Alter. Junge, ich hasse dich, Alter. Pass auf, ich schenk dir den Sieg. Komm, lauf rein. Ich schenk ihn dir. Oh mein Gott, das ist korrekt, Digga. Ehrenmann. Du kleiner ehrenloser Hund, Digga. Digga, nee, ganz im Ernst, Digga. Wen willst du verarschen, Digga? Lässt mich nicht ins Ziel rein, Alter. Wer denkst du, wer du bist, Junge? Ey, Bruder, ey, alles cool. Ist der zweite Punkt, der an mich geht. Bruder, du kannst doch aufholen. Wenn du jetzt noch eine Runde gewinnst, dann müsst du die Runde danach noch gewinnen und dann steht's Gleichstand und dann müsstest du nochmal gewinnen und dann hättest du gewonnen, so, ne? Also, boah, du hast doch die Chance, so, also. Ey, Junge. Sag mal, siehst du das eigentlich? Pirate hat das Spiel gewonnen. Ich mach sogar den hier. Döp, döp. Digga, wie kann dir Kackmüll sein, Alter? Komm, geh jetzt. Ey, Bro, hör mir zu, pass auf. Hör mir zu. Wir machen jetzt noch eine Runde, ja? Und in der Runde kannst du mir zeigen, dass du besser bist, okay? Okay. Schau mal. Ich ändere sogar für dich, ändere ich sogar den Skin, weil ich glaube, das lag am Internet oder so, weil ich glaube, du Ehrenmann, Alter. So, Leute, ich schnapp mir jetzt für die nächste Runde schon mal den supergeil Skin, denn ich werde in der letzten Runde jetzt ganz normal spielen, dass ich bis ins Finale komme. Vielleicht ab und zu mal so einen kurzen Freeze, dass er ein bisschen ausrastet, aber dann werde ich im Finale einfach fliegen ins Ziel rein, dass er gar keine Chance mehr hat, Leute. Das wird so geil, let's go. Wir sind in der nächsten Runde. Ich habe aktuell 2 Punkte, du 0. Also... Ich wollte nur sagen, ey, sollte ich die Runde halt jetzt gewinnen, so, gell? Dann weißt du, was das heißt für dich, ne? Ja, ich bin ja, du wirst jetzt die Runde nicht gewinnen. Ich werde mein Bestes geben und dann wirst du gleich sehen, wer hier der Gewinner sein wird, mein Freund. Ah, ach so. Ach so, jetzt auf einmal bist du bis safe besser geworden in den letzten 10 Minuten bestimmt, ne? Natürlich, Digga, guck doch meinen Skin an, Digga. Es liegt alles an meinem Skin, Digga. Wo bist du denn? Ach, Skelett-Skin. Hinter mir bist du? Ah, oh. Ja, Ah. Du wolltest mich boxen, Digga. Junge, ja, aber du bist. Hast du Special Emotes? Nee, ne? Nee, Digga. Ey! Oh mein Gott, Alter, ich bin fast runtergefallen, Junge. Ja, okay. Ey, was soll der Mist, Junge? Hör doch auf, Digga. Ich bin gemutet. Ich würde sagen, an der Stelle gebe ich erstmal noch einen kurzen Freeze. So. Zack. Ich würde mich muten. Ey, Bruder, du stehst im Matsch, Bruder. Ich würde laufen an deiner Stelle, gell? Digga, es geht nicht, Digga. Ich bin verpackt, Alter. Ich bin irgendwie Freeze geworden. Ich kann mich nicht bewegen. Hallo. Ja, dann versuch mal. Eigentlich, wenn du ein bisschen länger läufst, müsste es eigentlich gehen. Es geht wieder, Bruder. Oh geht Gott. Wieder. Ja, siehst du es doch. Es geht wieder, Digga. Hä, Digga? Oh mein Gott, Digga. Hey, Digga, mein scheiß Spiel, Alter. Ja, klar. Das Spiel ist schuld. Also, ich sag dir ehrlich, langsam ist es ein bisschen kacke von dir. Mit diesen Lügen die ganze Zeit. Ja, das geht nicht. Ich bin gefreezed hier und da und. Bruder, wie willst du eigentlich verarschen? Jetzt mal ernsthaft. Junge, Digga, was willst du mit deinem. Alter, warum fliegst du so hoch, Digga? Ja, das ist so ein. Ich bin dann einfach so dieses Jumpet gerade so drauf, weißt du? Wo bist du denn? Ah, du bist vor mir sogar, gell? Ah! Ja. Besser geworden. Auf einmal bist du gut geworden, gell? Sagst du? Junge, ich bin besser, Digga. Du mit deinem Superman, Digga. Denkst auch, kannst du um die halbe Welt fliegen, Digga. Ah, apropos fliegen. Ich glaube, ich kann wirklich fliegen. Muss ich ja. Dann mal gleich schauen, gell? So vom Weihnachtsmann, Digga. Was laberst du, Digga? Wenn du Eier hast, wartest du vom Ziel auf mich, wenn du Eier hast. Okay. Junge, ich werde eh gewinnen. What? Digga, Lumex, Alter. Ich hasse dich, Digga. Ey, Bruder, wie redest du eigentlich die ganze Zeit? Ey, Lumex, Alter. Bruder, red doch normal. Du redest wie als...
Bist du Synchronsprecher geworden oder was? Yo, scheiße, oh Mann, Lumix. Ehrlich, ich hab langsam ehrlich keine Lust mehr. Bruder, ganz kurz, das Finale jetzt, gell? Ja, Finale, Digga, jetzt werde ich gewinnen, Mann. 500 Euro. Guck mal, ich gebe dir ein bisschen Vorsprung. Guck mal, ich warte ja einfach auf korrekt, gell? Achso, okay. Gut, dann kann ich jetzt weg ins Ziel rennen. Ja, ja. Du kannst einfach, lauf einfach durch, Bruder. Und gönn dir. Lauf einfach durch und gönn dir. Wie korrekt bist du, Alter? Junge, ich hätte niemals gedacht, dass du korrekt bist, aber. Ja, ja, alles gut. Lauf einfach ins Ziel. Hä? Ich gebe dir ein bisschen Vorsprung. Ich sehe da irgendeinen Flieg. Hä? Hä? Digga. Ach so, wie meinst du? Ach so, das bin ich gerade. Ich bin ja Superman, hab ich dir ja gesagt. Ja, hör doch auf mit deinem Hex, Alter. Das ist nicht mehr witzig, Mann. Ach so, ich wollte doch kurz sagen, gell? Du musst dein Gesicht, glaube ich, zeigen, gell? Haben wir ja gesagt, wenn ich gewinnen sollte. Digga. Das geht doch gar nicht, Mann. Wie kann das sein, dass du fliegst? Bist du das echt? Nein, oder? Ja, doch, schau mal. Guck mal, ich komme mal runter zu dir hier auf. Wo bist du denn, mein Süße? Hä? Wo bist du denn? Was ist jetzt los, hä? Was ist los, du Bot? Jetzt auf einmal, hä? Jetzt auf einmal! Bruder! Ganz kurz und knapp, ich würde sagen, an der Stelle, mein Bester, lauf ich mal oder fliege ich mal ganz entspannt hier ins Ziel rein. Nein, du kleiner Hund, dicker Mann, Alter. Let's go! Was ist los? Was für Lumix ist schlecht, Digga? Hä? Was für Lumix ist schlecht? Schreibt mir auf Instagram. Ey, Bruder, lass mal ein Video aufnehmen. Ich bin viel besser als du. Ja, Bruder, wer ist jetzt besser, hä? Jeder sieht jetzt, dass du kacke bist, Bruder. Wir machen das jetzt so. Ganz kurz und knapp, mein Bester. Ich gehe jetzt in meinen Discord und du kannst jetzt dein Gesicht zeigen, mein Bester. Komm, zeig's, mach deine Cam an, hä? Komm, wo bleibt deine Cam? Komm, mach deine Cam an, komm, zeig dich. Zeig dich, du möchtest gern, Lumix ist schlecht. Komm, zeig dich jetzt. Komm, mach deine Cam an. Halt dein Versprechen, komm. Okay. Abgemacht, ein Mann, ein Wort. Ich mach jetzt meine Cam an. Und dann kannst du, wie gesagt, mich sehen. Nur, wie gesagt. Ja, mach an jetzt, komm. Okay. Ich mach sie an. Das bin ich. Digga, dein Ernst? Natürlich. Warum hast du eine Maske auf? Was? Ja, ich bin halt so ein Typ, Digga. Ich will mich halt nicht zeigen, Digga, weil ich meine, ich bin ein Hater von dir. Die Leute dürfen mich nicht erkennen. Ganz einfach. Ey, Bruder, du hast mir echt mies Angst gemacht. Ich sag dir. Oha. Okay, chill. Wir haben jetzt das Video aufgenommen, wie du es dir gewünscht hast. Hast mir geschrieben. Ist jetzt halt nicht ganz so ausgegangen, wie du es dir halt vielleicht gewünscht hast. Ja, Niederlagen passieren, ja? Ich würde sagen, an der Stelle war doch ein nices Video, oder? Hat doch Spaß gemacht zu verlieren, safe, oder? Nee, Digga, ganz im Ernst, Digga, nächstes Mal komme ich stärker zurück, Digga, dann werde ich dich einfach hops nehmen, Digga. Guck mal, ich würde sagen, an der Stelle, Hashtag Lumix ist der Beste. So ein Ding ist das. Dann würde ich sagen, wieder raus und reinkommen, mein Bester, ja? Aus rein. Leute, das war ja mal kompletter Hopsname. Leute, ich sehe es schon kommen. Auf seinem Kanal Lumix Hater Videos Incoming. Bitte lasst an der Stelle unbedingt ein Like und ein Abo da. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao.